BW1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt. Herzlich willkommen. Baden-Württemberg wird die von der schwarz-gelben Bundesregierung geplanten Steuersenkungen im Bundesrat ablehnen. Ministerpräsident Kretschmann sagte heute im SWR, die Entlastungen würden den Länderhaushalt zu sehr belasten. Sie seien ein süßes Zuckerle für die FDP, aber bitter für das Land. Zugleich feiert die grün-rote Landesregierung ihren ersten Geburtstag. Grüne und SPD zeigen sich zufrieden mit dem ersten Regierungsjahr. Anders dagegen die Opposition. Die FDP wirft grün-rot nicht nur bei der Haushaltskonsolidierung krasses Versagen vor. Statt Löwen, Hirsch und Greif, jetzt Juchtenkäfer, Fledermaus und Pleitegeier. Nach einem Jahr an der Macht erteilt die FDP Grünen und SPD ein miserables Zeugnis. Weichen seien falsch gestellt worden. FDP-Fraktionschef Rühlke wirft Grün-Rot vor allem bei der Haushaltskonsolidierung krasses Versagen vor. Also es hätte die Möglichkeit bestanden, so wie Bayern das macht, nicht nur einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen, sondern sogar Schulden zu tilgen. Das hat man aber nicht gemacht, sondern man hat das Geld verfrühstückt für Prestigeprojekte. 1 Milliarde Euro Schulden hätte das Land in diesem Jahr tilgen können, angesichts der Steuermehreinnahmen, sagt Rühlke. Stattdessen habe man den Haushalt aufgebläht, mit etwa Gemeinschaftsschule oder der Abschaffung der Studiengebühren. Jetzt müsse man neue Schulden in Milliardenhöhe aufnehmen. Gut sei nach einem Jahr Grün-Rot nur, dass man bisher davon abgesehen hat, Wirtschaftspolitik zu betreiben. Ebenso Fehlanzeige, die Energiewende, neben der Windkraft kein Wort zu Stromtrassen oder Energiespeichern. Am Beispiel der Polizeistrukturreform sehe man, Grün-Rot sei krachend an den eigenen Ansprüchen bei der Politik des Gehörtwerdens gescheitert. Da war exemplarisch erkennbar, dass von der Politik des Gehörtwerdens keine Spur ist. Also es ist absolut nicht erkennbar, dass diese Landesregierung einen wirklich offeneren Dialog mit der Bevölkerung führt, als die alte Landesregierung. Eine Schulnote wollte Rühlke heute nicht vergeben. Die Versetzung sei aber gefährdet. Vielleicht wolle Grün-Rot ja gerade aus diesem Grund das Sitzenbleiben abschaffen. Verkehrsminister Winfried Herrmann, Grüne, hat wenige Tage vor dem Start des Filterdialogs zu Stuttgart 21 eine neue Variante ins Spiel gebracht. Wie er der Stuttgarter Zeitung sagte, will Herrmann verhindern, dass jeder Zug, der über die Gäubahn kommt, über den Flughafen zum Stuttgarter Tiefbahnhof fährt. Stattdessen fordert Herrmann den Ausbau der S-Bahn-Verbindung des Flughafens und einen zentralen Umsteigebahnhof in Vaihingen. Dies stärke die S-Bahn-Verbindung und verhindere, dass Fernzüge und S-Bahn sich auf der Trasse in die Quere kommen. Die stellvertretende FDP-Bundesvorsitzende Birgit Homburger hat heute in Stuttgart Gerüchte um einen Putschversuch gegen FDP-Chef Philipp Rösler zurückgewiesen. Also diese Gerüchte sind mir nicht bekannt. Es gibt keinerlei Planungen dieser Art. Nicht jetzt und nicht für den Tag nach Nordrhein-Westfalen. Hochrangige FDP-Politiker hätten einem Bericht des Spiegels zufolge den Sturz Röslers geplant, selbst wenn die Liberalen bei der Wahl in Nordrhein-Westfalen in den Landtag einziehen. Dass die FDP in NRW erfolgreich sein wird, davon geht Homburger indessen aus. Und das wird eine Stabilisierung sein, nicht nur für die Länder, sondern eben auch für die Bundespartei und für den Bundesvorsitzenden. Am kommenden Sonntag wählt Nordrhein-Westfalen einen neuen Landtag. Den Unikliniken im Land droht nach dem Tarifabschluss ein verstärkter Stellenabbau. Der Abschluss habe den finanziellen Druck verstärkt, sagte eine Sprecherin der Uniklinik Tübingen. Die 4 Unikliniken im Land rechnen mit Mehrkosten von rund 57 Millionen Euro. Diese Summe sei nicht gedeckt. Die Uniklinik Tübingen hatte bereits 2011 rote Zahlen geschrieben. Der Tarifabschluss bedeutet für Tübingen zusätzliche Ausgaben von rund 14 Millionen Euro. Da das Personal rund 70% der Ausgaben ausmache, müsse man künftig Mitarbeiter einsparen. Die Unternehmen im Land sind nach wie vor zufrieden mit dem Standort Baden-Württemberg. Das geht aus einer gemeinsamen Umfrage der Industrie- und Handelskammern Reutlingen, Ulm und Bodensee-Oberschwaben hervor. 1500 Betriebe stimmten ab und bewerteten den Standort mit der Gesamtnote 2,2. Neben der Zufriedenheit bei einigen Faktoren verdeutlicht das Umfrageergebnis aber auch, wo noch Nachholbedarf besteht. Laut IHK zeigten sich die Unternehmer besonders zufrieden über die Faktoren wie Umweltqualität, die Versorgungssicherheit mit Strom, über die Sport- und Freizeitangebote und die allgemeine Sicherheit. Gesamt erzielte der Wirtschaftsstandort Neckaralb die Note 2,2. Zudem gab laut IHK mehr als jeder fünfte Betrieb an, in den nächsten 2 Jahren expandieren zu wollen.
Das ist ein deutliches Zeichen, dass hier eine Zufriedenheit besteht. Der Anteil übertrifft die Expansionsabsichten zu einem anderen Standort, entweder in Deutschland oder auch im Ausland. Das heißt, die Standorttreue kommt hier ganz klar zum Ausdruck und das halten wir für ein sehr, sehr wichtiges Ergebnis. Auch wenn viele der regionalen Unternehmen dem Standort treu bleiben wollen und die Region in der Gesamtansicht gut dasteht, spiegelt sich in der Umfrage auch deutliche Kritik wider. Höchst unzufrieden zeigen sich die Unternehmen mit Strompreisen, mit den Kommunalabgaben, mit der Gewerbesteuer und der Erreichbarkeit überregional über die Schiene. Also jetzt nicht Straßensystem, sondern über die Schiene. Aus unternehmerischer Sicht zeigten zudem auch weitere im Ranking ganz oben stehende, besonders wichtige Standortfaktoren, dass auch hier Defizite seien. Der wichtigste Faktor, die Breitbandanbindung, zeigt laut Umfrage unter den Unternehmen Schwächen. Wir sehen hier natürlich, dass das Land und unsere Kommunen hier weit investieren müssen. Thema Breitband, da sind wir noch nicht am Ende. Und es ist klar, dass eine absolute Notwendigkeit ist, gerade bei der Abhängigkeit natürlich der Unternehmen von der Kommunikation. Beim ebenso relevanten Faktor Erreichbarkeit der Straße setze die IHK weiterhin auf die Pkw-Maut. Diese würde nach Vorstellung der IHK zweckgebunden für den Ausbau der Straßen eingesetzt werden. In puncto Fachkräftemangel und Sicherung sieht die IHK schon Fortschritte, dennoch ein Appell an die Unternehmen. Dieses Thema ist ein Thema, das auf den Schreibtisch des Chefs oder der Chefin gehört. Das ist nichts, was an die Personalabteilung delegiert werden sollte oder an Personalreferenten, sondern das ist Chefthema. Die IHK müsste hier ihre Mitgliedsfirmen noch mehr in die Pflicht nehmen. Nur so könne man dem Problem Fachkräftemangel, das sich in Zukunft sicher noch verschärfen werde, beikommen. Soweit die BW1 Nachrichten, jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Im ganzen Land morgen sehr sommerlich, nur im Norden bei Mannheim ist mit Schauern und Gewittern im Laufe des Tages zu rechnen. Im Süden viel Sonne bei 28 Grad, im Schwarzwald und am Bodensee ebenfalls bis 28 Grad und Sonne satt. In der Landeshauptstadt Wolken und bis zu 27 Grad. In der Nacht zum Samstag schlägt das Wetter um. Regenschauer ziehen übers Land. Die Temperaturen sinken auf bis zu 11 Grad im Schwarzwald ab. Am Bodensee bis zu 16 Grad, bei Stuttgart 14 Grad und dichte Wolken. Mit 28 Hektar Fläche zählt er zu den größten seiner Art in ganz Deutschland, der Botanische Garten der Universität Ulm. Das freie Gelände führt den Besucher täglich von 9 bis 20 Uhr durch schattige Wälder und über bunte Blumenwiesen hin zur Dreifelderwirtschaft. In den Gewächshäusern dominieren die Tropenpflanzen, aber auch heimische Arten sind vertreten. Geöffnet sind die Häuser jeweils dienstags bis donnerstags von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 15 Uhr. Auf eine Reise in die Vergangenheit lädt die Meersburg am Bodensee ihre Besucher ein. Hier arbeitete und lebte unter anderem die deutsche Dichterin Annette von Droste-Hülshoff. Neben ihren Gemächern gibt es auch eine Gefängnisstube aus dem 19. Jahrhundert und eine Folterkammer zu sehen. Bei einer Führung erfahren die Teilnehmer zusätzlich einiges über Hexenverfolgung und die Justiz in früherer Zeit. Die Tore der Meersburg sind täglich von 9 bis 18.30 Uhr geöffnet. Da? Das ist unser täglicher Schluck Gesundheit. Was ist daran gesund? Das reguliert unseren Blutdruck, das macht uns fit und gesund. Schmeckt ja gar nicht so schlecht. Oh Mann, was haben die für ein Tempo drauf? Da kannst du mal sehen, die sind noch richtig fit. Mit Knobi Vital bleiben sie fit bis ins hohe Alter. Knobi Vital, das Original. Papa, wo bist du? Kinder brauchen eine Familie. Helfen Sie uns.